Ja, da sind wir in Ostian. Ich habe Teleportation benutzt. Aber Kim ist nicht mitgekommen. Ach, die Kim mal wieder. Ach, naja. Dann muss sie halt zu Fuß gehen, wenn sie keine Teleportationsruhe dabei hat. Rune, nicht Ruhe, Rune. So. Wie kommen wir jetzt am schnellsten? Aber wisst ihr was? Ehrlich gesagt würde ich ganz gerne erstmal Sachen verkaufen. Und dann zum Kopfgeldauftrag. Brett gehen. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Nein, danke. Schaut euch um. Erleuchtung Rang 4 habe ich noch nicht. Ja, dann nehme ich das doch. Erleuchtung Rang 4, wenn mir das noch fehlt. Ansonsten Auge der Mitternacht 4 habe ich auch noch nicht. Ja, her damit. Bis zum nächsten Mal. Kann ich sonst noch in Ruhe was aus? Irgendwas verkaufen. Ja, den Kalzinator des Experten, das Bier. Schildtrank kann weg, Unsichtbarkeitstrank kann weg. Ich habe ja den Unsichtbarkeitszauber, also ist das nicht so schlimm. Bis zum nächsten Mal. Ist klar. Na gut. Ah, jetzt bist du wieder da, Kim, hä? Gerade wo ich die Folge angefangen habe. Ja, danke. Na, zumindest gab es ein Autosave, als wir in den Laden rein sind. Okay, das sollte nicht passieren, dass da alles rumfliegt. Ich glaube auch nichts. Keine Sorge. Schaut euch um. Auge der Mitternacht 4 und Erleuchtung 4. Bis zum nächsten Mal. Beenden, dann Tauschhandel. Und das war der Kalzinator des Gesellen. Ja, nein. Ich war immer wieder im falschen Reiter drin. Verkaufen wollte ich doch eigentlich. So, der Schildtrank noch, der Unsichtbarkeitstrank. Und das war's. Ah, ich muss die Feuerfunken noch. Bis zum nächsten Mal. Den Feuerfunken muss ich mir noch genehmigen. Perfekt, so. Dann Wohltat Rang 5 könnte ich mal ausrüsten, oder? Ja, Wohltat Rang 5, dann... Erleuchtung Rang 4 auf die 7 und Auge der Mitternacht auf die 5. Perfekt. Oh, ich kann es aber noch gar nicht benutzen, okay. Illusion. Kann ich das benutzen? Habe ich Illusion? Nein, habe ich auch nicht. Ja gut, dann Heim Rang 2. Aber Erleuchtung Rang 4 geht schon. Ja, das geht schon, alles klar. Okay, diesmal abspeichern. Ich möchte nicht, dass es wieder abstürzt. Liebes Spiel, stürze mir bitte nicht ab. Geht doch. Man muss einfach nur nett zu dem Spiel sein. Das macht mir sogar ein Autosave. Was haben wir hier? Nihans Kammer? Ist es eine Wohnung oder ist es auch jemand, der Sachen verkauft? Hier ist keiner drin, aber es ist saudunkel. Nein, das möchte ich gar nicht machen. Dann, vorsichtig. Was ist das eigentlich? Lagerhöhle. Naja, da muss ich jetzt nicht unbedingt rein. Was haben wir hier? Wo ist der Eingang? Ist die überhaupt ein Eingang? Das sieht mir aus wie ein Schmied, oder nicht? Das hier oben vielleicht? Ah, ja. Hier oben war der Eingang. Ich muss ja auch wieder ein paar Sachen verkaufen, ne? Reparieren, ja, das möchte ich gerne. Und dann auch wieder Sachen verkaufen. Wie sieht's denn mit dem Falschen aus? Ja, das hat's okay. Ich war auch tatsächlich, als ich das letzte Mal hier war,
Nein, ich möchte verkaufen. Das letzte Mal, als ich zurückgekommen bin von dem Kopfgeldauftrag, also der letzten Folge der vorletzten Folge, meine ich. Da bin ich tatsächlich hier reingegangen und habe mit denen kurz geredet, um Sachen zu verkaufen, und deswegen gab es jetzt kein Quest-Update mehr bezüglich der, ja, dass es ein Trainer ist. Weil das wussten wir ja schon dadurch. Also ich hatte ein paar Sachen verkauft. Ich habe auch, das habt ihr vielleicht schon in der letzten Folge gesehen, Rang 5 Segenzauber dazu gekauft. Weil wir die ja benutzen können. Oh, Handelsgeschick verbessert. Nice. Straßendieb. Brauche ich das überhaupt noch? Ich habe hier diesen einen mit Schlossknacken. Stimmt, das ist das Ding, was wir getragen haben die ganze Zeit, bis ich den neuen bekommen habe vor 2 Folgen oder so, und dann war das nicht mehr notwendig, das zu tragen. Seelenfrieden. Ich müsste mal eine gemeinsame Truhe finden. Vielleicht ist die ja in dem Haus, in dem wir uns mit Callisto treffen sollen. Talisman des Schlüsselmeisters, ne? Ist Sicherheits 11. Festigen Sicherheit 11 und das hier. Nein, komm, das kann weg dann. Ist nicht mehr notwendig. Das sieht alles okay aus. Rolle die Seelenfalle kann noch weg. Nein, die möchte ich behalten. Schlüssel bleiben auch bei mir. Schlüssel nach Cerobilon, als würde ich das jemals verkaufen. Nein, da gehen wir schön irgendwann rein und kümmern uns darum. So, das war's jetzt mit mir. Bei über 20.000 Goldstücke. Seid ihr Wobei, gekommen? Jetzt habe ich mir nicht einmal angeguckt, was die überhaupt zu verkaufen hat, ne? Also Pfeile zum Beispiel, wenn die irgendwelche guten Pfeile da hat, dann möchte ich die natürlich gerne kaufen. Hat sie aber nicht. Eisenpfeile bloß. Und die braucht ja wohl kein Mensch. So. Na komm. Sehr gut. Der einfachste Weg ist runterzuspringen. Nein, der einfachste Weg zum Kopfgeldbrett. Oh, was habe ich denn immer noch so viel Zeug bei mir? 280? Was habe ich denn? Ja, die Seelen, der Seelenfrieden zum Beispiel. Den müsste ich natürlich irgendwohin mal ablegen. Und die ganzen Alchemie-Zutaten auch. Alles andere ist okay bisher. Ich bräuchte halt einfach eine Truhe. Ich habe da unten schon nachgeguckt. Da unten am Markt ist keine. Da habe ich auch nachgeguckt, als ich vom letzten Kopfgeldauftrag zurückgekommen bin. Habe ich da nicht gesehen. Und hier zum hier kommen wir auch nicht rein, aber ich schätze mal, das ist logisch, weil das ja ein... Ah ne, das ist ja die Arena, sorry. Ich meinte jetzt der Schöpfertempel, da kommen wir ja nicht rein. Logischerweise, weil wir ja nicht Anhänger des Schöpfertempels sind. Der Tod des Giftmichers ist gemeldet. Die 1500 Gold sind nun mein. Was haben wir jetzt? Am großen Meerestor des Südreiches gehen seltsame Dinge vor sich. Eine Sekte, die dort ihr Quartier hat, soll ein Portal in eine andere Dimension geöffnet haben, aus dem Untote eindringen. Es wäre an der Zeit, dort aufzuräumen. Okay, wie viel Geld ich dafür kriege, steht da nicht, aber ich hoffe doch, dass das einiges an Geld bringt. Wo ist es denn? Hier unten, so weit im Süden. Na, dann werden wir mal wieder viel reisen müssen. Komme ich hier runter, ohne mir weh zu tun? Ja, das geht. Ja, ich finde es schon schade, dass hier nirgendwo eine gemeinsame Truhe ist. Wie viel, sag mal, ganz kurz. Seid ihr gekommen? Wenn du 860 nur. Ja, nee. Ich würde ganz dann doch gerne den Seelenfrieden. Wobei doch, ist halt schwere Rüstung. Deswegen brauche ich es nicht. Und der hat genug Geld da. Weg damit. Dann haben wir auch wieder mehr Platz. Auf zu unserem nächsten Kopfgeldauftrag. Jetzt habe ich, als wir das letzte Mal unterwegs waren, nicht nachgeguckt, ob wir irgendwo noch irgendwelche Schreine finden. Ich meine, unten auf unserem Radar. Aber wenn ich mich hier so direkt im 180 Grad Winkel drehe, im 360 Grad Winkel meine ich, dann sehe ich da nichts. Zumindest nichts in der unmittelbaren
Nähe, was nach einem Schrein aussehen würde. Ja, das ist der richtige Weg, ne? Ja, da werden wir vermutlich über Wasser gehen, weil das einfach der kürzeste Weg ist. Ich muss mir jetzt nämlich nicht einen langen Weg suchen. Leider ist unsere Pia immer noch verschollen. Die teleportiert sich leider nicht mehr mit. Und Kim offensichtlich auch nicht. Also irgendwas ist natürlich nicht... Ah, wir sind wieder hier angelangt. Na, da wollte ich nicht unbedingt hin. Ich muss da lang zurück. Da unten ans Wasser wäre eigentlich die bessere Möglichkeit, weil das schneller ist, aber... Da habe ich jetzt keinen Weg gesehen, der da lang gehen würde. Und die Kim ist auch mal wieder ganz, ganz woanders. So. Ah, gut, wir sind ja eigentlich schon überall gewesen hier zumindest. Dann lasst mich mal bis hier an die Küste vorgehen und dann sehen wir uns da gleich wieder, weil den Rest haben wir ja schon alles gesehen. So, da bin ich. Kim ist immer noch nicht da. Wir sind an diesem unteren Zipfel hier angelangt. Hier müssen wir dann lang und weiter. Ich sah aber auch schon, dass da irgendwas brennt. Und ich bin mir ganz unsicher, was das genau ist. Was ist denn los hier? Warum brennt es hier? Und wieso greift ihr mich an? Ja, das ist Pech für dich. Ich weiß zwar nicht, wieso ich diesen Lärmzauber habe. Wieso treffe ich die nicht? Weil auf meinem Bogen ist das nicht. Na komm. Der nächste. Wo bist du? Wieso rennst du da unten lang? So. Das war's für dich. Die Musik ist gleich wieder besser, aber was ist hier los? Warum? Habt ihr das Haus angezündet oder was? Was ist mit dem anderen? Dem, in den ich so viele Pfeile einfach ins Leere geschossen habe, weil die einfach durch den durchgegangen sind. Oder sie in dem Falle. Kann ich jetzt mal bitte erfahren, was hier los ist? Warum ihr das hier angezündet habt? Pestels Alchemielabor. Da bist du ja. Horn eines Eichhorns. Ektoplasma, Flüssigkeitssprengstoff. Flüssigkeitssprengstoff, ah, okay. Interessant. Metafeuer. Magieverseuchtes Fleisch, Metamana. Destillierkolben des Meisters. Das nehme ich auch mit. Aber wieso habt ihr das angezündet, weil ihr Angst davor habt, was der da zaubern könnte? Sprengstoff und so weiter. Anscheinend. Pestels Alchemielabor. Aber rein kann man da nicht, ne? Nein. Na gut. Dann gehen wir mal weiter und kümmern uns um unseren Kopfgeldauftrag. Mit Kim an unserer Seite, wollte ich sagen. Es ist Kim mal wieder verloren gegangen. Ach, Kim. Komm einfach, wenn du soweit bist. So. Oh, ein Schiff. Ein gestrandetes Schifflein. Ist hier irgendetwas noch Interessantes zu finden? Berserkerharnisch, okay, aber das ist nichts, was wir bräuchten hier. Milchsemmel. Also nichts allzu sehr Interessantes. Es ist zwar cool, dass sie ja das Schiff an... Also... Nein, 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 nein. Ich sagte nein. Ich möchte hier nicht hängen bleiben. Ah, super, klasse. Wie komme ich jetzt wieder zurück?
Hier? Ja, das geht. Alles klar. Es war cool, dass da ein Schiff gestrandet ist, aber da war nichts, was ich nehmen könnte, was mir irgendwie behilflich sein könnte. Was zum... Schattengestalt. Und ich habe noch eine gesehen da hinten. Kriege ich dich mit einem Pfeil erledigt? Ja, das geht sehr gut. Ich muss aber eigentlich gar nicht in diese Richtung. Ich muss in diese Richtung, glaube ich. Oder in diese Richtung muss ich weiter, alles klar. Bekomme ich den... Nein, den Pfeil bekomme ich natürlich nicht wieder. Na gut. Ich gehe einfach mal weiter. Kim wird auch hoffentlich irgendwann mal wieder auftauchen. So. Wie weit ist es noch? Ah, bis zum Ende des Weges. Dann sollten wir das auch noch in dieser Folge packen. Nur ist hier auf dem Berg rauf. Ach, so viele Spinnen auf einmal. Okay, es sind nur zwei. Ich dachte viele Spinnen, aber nein, es sind zwei. Was? Kim? Hol doch nicht so eine bescheuerte Gestalt dir hinterher. Heilige Südspinne mal wieder. Ja, das sind die schwereren. Südspinnen sind die, die stärker sind. Aber schön, dass du jetzt auch mal wieder da bist. Nur schade, dass du einen Gegner gepult hast. Aber der hat mich ja zum Glück nicht gesehen. Also war es gar nicht so schlimm. So. Was haben wir denn da? So eine Art... Nicht Damm, sondern, weiß nicht, so zwei Türme an einem Fluss. Jetzt war ich immer noch im Schleichmodus, naja, egal. Was ist das hier? Uff, und die machen sich direkt unsichtbar. Gut, dass sie dich... Kim. Kim. Die sind da gar nicht so schwer. Na komm. Ach, das gibt's doch nicht. Das wirst du bereuen. Das ist ja überhaupt nichts. Geh mal auf Seite, Kim. Oh, danke dir. Aber eigentlich kann ich mich auch selbst heilen. Trotzdem danke, Digga. Anhänger des Schöpferkults. Naja, logischerweise. Wer läuft sonst in so einer bescheuerten Kutte rum? Einfach mal alles mitnehmen hier. Dann meine Pfeile wieder einsammeln. Müsste noch eine ganze Menge an Zwergenpfeilen haben, oder? Ternerpfeile habe ich 186, Silberpfeile 176 und Zwergenpfeile 103. Na gut, den werde ich... Ach komm schon, wie hast du mich denn jetzt gesehen? Das ist doch nicht fair. Ja, tut mir leid. Mann, da wollte ich unbedingt einen Schleichangriff draus machen, aber hat nicht funktioniert. Wie die Musik auch einfach direkt wieder so direkt wechselt zu dieser angenehmen Musik. Ist hier jetzt ein Eingang oder so? Muss ja. Ein Dungeon-Eingang oder ein Eingang zu dem Turm?
Eins von beiden muss es ja hier geben. Ja, zum Turm gibt es einen Eingang. Alles klar. Meerestor. Naja, gut, das stand ja in der Beschreibung. Ich habe keinen Schlüssel, aber das ist leicht. Also sollten wir da ohne Probleme reinkommen. Nur mal eben die Segen wiederherstellen. Ja, hier wie gesagt Rang 5er, weil ich die gekauft habe, nachdem ich das letzte Mal von einem Kopfgeldauftrag zurück nach Ostian gekommen bin, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Wiederherstellung hat sich verbessert, nice. Intelligenz. Und als letztes die Ausdauer. Super. So. Und dann Licht. Ja, genau. Komm schon. Ach, ich dachte mir jetzt, das dauert schon viel zu lange. Und deswegen dachte ich mir, kann ich das jetzt vielleicht ständig machen, aber es ging leider nicht. Jetzt hat es funktioniert. Es ist dieses typische Ausprobieren. Anders geht es nämlich nicht. Du musst einfach ausprobieren, ob es geht oder nicht. Wieso ist denn Kim jetzt wieder nicht da? Die war doch nur 2 Meter hinter mir. Oder ist sie wieder durch einen anderen Eingang reingegangen? Scheinbar ist es Zweiteres. Wo ist denn unser Kopfgeldziel? Ich muss noch durch eine weitere Tür durch. Naja, gut. Oh. Ein Trank der Tragfähigkeit. Hier, oder? Ja. Tragkraft. Plus 10 Tragkraft. Sehr gut. Genau das. Was zur Hölle war das? Ah. Almanach der Beschwörung. Oh, nice. Ich müsste genug haben. Nehmen wir das einfach mal mit. Wie viele habe ich eigentlich? 2. Na, alles klar. So viel brauche ich auch gar nicht. Sehr nice. Komm her. Überhaupt kein Problem. Sehr gut. Nun noch so ein Vieh. Bitte sehr. Wo? Ah. So. Perfekt ausgenutzt. Und weiter geht's. Ja, ah, ich verstehe. Ich erinnere mich dran. Es hieß ja in der Beschreibung, dass sie ein Tor zu einer Welt geöffnet haben, um dort so Wesen durchzulassen, die da durchkommen. Lass mich das nochmal durchlesen, um genauer zu sein, was das war. Am großen Meerestor des Südreiches gehen seltsame Dinge vor sich. Eine Sekte, die dort ihr Quartier hat, soll ein Portal in eine andere Dimension geöffnet haben, aus dem Untote dringen. Es wäre an der Zeit, dort aufzuräumen. Mal sehen, ob die gute Kim jetzt dabei ist, wenn ich da durchgehe. Geheime Zuflucht heißt es. Alles klar. Noch sehen wir hier niemanden. Aber ich bleibe mal im Schleichmodus, um zu verhindern, dass ich gesehen werde. Ist da oben jemand schon lang gegangen? Da geht jemand da oben. Das sind so Skelette. Okay, die habe ich ohne Probleme erledigt, die beiden Skelette. Wobei Knochen mehr kann ich mitnehmen. Das ist gut für Alchemie. Ein Alchemie-Zutat ist das. Alles andere brauche ich jetzt nicht. Ist denn unser Kopfgeldziel denn schon in diesem Bereich? Danke, das kann ich jetzt nicht sehen. Was zum Henker ist das?
Das sieht auf jeden Fall cool aus, muss ich sagen. Ich hoffe doch, dass ich hier nicht irgendwie gesehen werde. Und das sind normale Treppen. Okay, ich dachte, das wären so Dinger, wo man runterspringt. Das ist auf jeden Fall cool, auch wenn es ein bisschen hell ist. Wobei, das könnte auch einfach daran liegen, dass ich einen Lichtzauber benutzt habe. Der ist gleich weg und dann sehen wir, wie hell es wirklich ist. Das Wasser ist so ein bisschen gelblich-grün, aber das kann auch wiederum von meiner Magiezauber kommen, von meinem Lichtzauber kommen. Meine Güte. Ist ja gleich gekommen. Nee, es ist tatsächlich so. Und es ist tatsächlich so hell, denn der Lichtzauber ist weg und es ist trotzdem noch sau hell. Krass. Wow. Ich habe mal ganz kurz nach links geguckt und schon bin ich fast... Okay. Irgendwas ist hier nicht okay. Muss ich da runterspringen? Ich werde doch mit Sicherheit da reinfallen, ne? Ja. Oh, das hat aber... Holy shit. Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass mich das umbringt. Und ich komme auch nicht wieder raus. Okay, das ist gut, dass ich hier oben abgespeichert habe. Ich muss tatsächlich auf ein Dings landen. Nein. Auch nicht so, auf diese Weise. So muss ich da drauf landen. Okay. Es ist vielleicht besser, dass Kim nicht dabei ist. Man sieht das ja nicht mal mehr von hier. Okay, jetzt bin ich darüber. Ist nicht draufgegangen von einem Pfeil? Krass. Der dann wahrscheinlich auch nicht. Aber vom zweiten. Da hinten ist der nächste. Oh, der ist aber von einem Fall draufgegangen. Keine Ahnung. Vielleicht sind das unterschiedliche. Ja, manche davon gehen wohl direkt drauf. Vielleicht aber auch, weil es weiter weg ist. Ich weiß es nicht. Nee, wieder. Es ist mir gerade erst aufgefallen, dass es doch so dunkel ist hier wieder auf dem Boden zumindest. Für mich ist alles gut sichtbar, aber für euch nicht. Bei euch sieht man nur was, ihr seht halt nur was da oben ist, nicht was auf dem Boden ist. Mal sehen, wo mich das hier hinführt. Meine Güte, das ist wirklich, sieht wirklich cool aus hier. Da kommt schon. Ja, nein. Okay, das bringt überhaupt nichts. Ich muss springen. Zumindest können wir damit Akrobatik oder war es Athletik lernen? Eins von beiden, dadurch, dass ich hier die ganze Zeit springe. Nicht mal im normalen Modus komme ich hier über die Stufen rüber. Ein Autosave? Okay. Oh nein. Ich hasse solche Sachen. Ich speichere das ab, wenn ich da runterfalle. Ich weiß nicht, ob ich sterbe, aber wenn ich überlebe, dann muss ich ja nochmal die Treppen da nehmen. Junge, warum bist du nicht gesprungen? Geht einfach geradeaus. Schon wieder? Was soll denn das? Das wundert mich gerade ein bisschen. Ich drücke eindeutig auf Space. Also das verstehe ich nicht. Was soll ich denn anders machen hier?
Warum springst du nicht? Ah, das war mein Fehler. Zum Glück ist das Laden hier einfach. Okay, das ist ein Krampf. Wirklich ein Krampf. Na komm, lass mich... Nein, zurück. Nein, Laden. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen nervös von diesem Teil. Aber warum kann der nicht springen? Der will einfach nicht springen von da aus. Hierhin ohne Probleme. Ich kann nicht springen. Ach so, weil ich da hängen geblieben bin. Jetzt geht's. Und dann springt er wieder nicht. Alter. Ist hängen geblieben. Hängen geblieben. Er ist wieder hängen geblieben. Da konnte ich gar nichts machen. Scheiße, ey. Wieder hängen geblieben. Was ist denn das für ein Level-Design? Also eigentlich bin ich immer zufrieden mit dem Level-Design hier, aber das... Das ist echt Mist. Das ist wirklich Mist. Sorry, aber da muss ich tatsächlich sagen, das ist ein Mist-Level-Design. Also ich werde hier nicht 10 Jahre lang drum hängen, um das zu machen. Das könnt ihr vergessen. Es ist halt auch langweilig, ne? Ich meine, das ist einfach... Das ist einfach nicht gut, ganz einfach. So. Jetzt sind wir hier oben und dann finden wir unser Kopfgeldziel hoffentlich schnell. Sieht man das auf der Karte? Oh, man muss wieder irgendwo durch eine Tür durch. Naja. Zumindest. Oh nein, ich sehe schon, da hinten muss ich wieder springen. Hoffentlich klappt das hier aber. Okay, das ging. Eisentor geht automatisch auf. Die haben mich nichts gesehen, das ist sehr gut. Kriege ich den von da hinten auch schon in einem? Leider nur so halb. Hat er mich gesehen? Aber der kann mich doch gar nicht gesehen haben, komm schon. Du bist so weit weg, kannst mich nicht gesehen haben. Okay, komm, was zum... Ich meine, der sieht mich auch nicht. So. Interessant, was ist das? Na, da kam ich so nicht rauf. Aber jetzt. Uff. So. Habe ich noch erledigt, sehr gut. Untoter Wachmann, alles klar. Nein, das wollte ich nicht so. Da hinten ist noch einer. Och, beweg dich doch nicht so weg. Na komm her, komm ruhig her. Oder auch nicht. Halt nicht. Da sind keine anderen mehr, okay. Ein altes Metallfass mit 106 Goldstücken.
Und da ist ein weiteres Tor. Ach, na, sehen wir mal, was es da gibt.